Ja, ich bin der Christian, 54 Jahre alt und Projektmanager. Also ich bin ein Typ, der, wenn er unter Anspannung steht, immer schon ein bisschen Harn, Urin verloren hat. Und das ist dann auffällig geworden. Also das war 2006 und es wurde diagnostiziert eine Dranginkontinenz. Für mich war es eine Überwindung, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon eine Herausforderung, dann als Mann zu sagen, man hat da Probleme. Ich dachte, das wäre immer eine Alterserscheinung. Jeder Mensch findet seinen eigenen Umgang mit der Krankheit. Dieser Film ist ein persönlicher Erfahrungsbericht und stellt keine Empfehlung dar. Am Anfang war die Scham, muss ich wirklich sagen. Weil ich dachte, das ist so eine Altherren-, Altdamen-Erkrankung. Und dann habe ich es umfunktioniert. Ich habe gesagt, Mensch, das ist doch keine Erkrankung, das ist eine Störung. Ich kann aber nur jedem empfehlen, wenn man wirklich etwas merkt an seinem Körper. Recherchieren ist gut, aber dann sollte man sich irgendeine Vertrauensperson nehmen, die dann, wo man das Gefühl hat, die könnte was bewegen. Es ist schwierig, überhaupt das Thema erstmal anzusprechen, damit man erstmal zum Arzt geht und man geht dann nicht offensiv rein in die Geschichte und sagt, hey, ich habe das und das, sondern man fragt so nach, wie faktisch in der dritten Person, ich kenne da jemanden. Meine Ärztin, die hat die verschiedensten Möglichkeiten aufgezeigt. Und ich bin jemand, der viele Sachen hinterfragt. Und das hat die Ärztin auch gleich mitbekommen, dass ich nicht ein Typ bin, der sagt, okay, das ist gleich das, was mir helfen könnte, sondern die hat mir vorgestellt, die ganzen einzelnen Dinge, die es gibt, ob mit Unterhose speziell, mit Einlagen, mit Medikamente, mit Hyaluron, so ja, Botox hast du angesprochen. Das war meine Angelegenheit herauszufinden, welche Therapieform oder welche Sachen mir helfen würde. Da war ich mir noch nicht schlüssig und deswegen habe ich ja viele Sachen erstmal ausprobiert. Ich brauche wie ein Tankstellennetz ein Toilettennetz in der Nähe. Meine Firma weiß davon nichts. Ich möchte auch nicht. Die wissen schon, dass ich häufig auf Toilette gehe. Die denken immer, ich trinke halt zu viel oder habe halt eine schwache Blase. Allerdings bei Präsentationen, da ist man total aufgeregt. Da muss man dafür Sorge tragen, dass man kurz da vorne auf Toilette geht und dass man eine kleine Pause einbaut. Also ich halte nicht eine Stunde durch, sondern dazwischen muss mache ich mir schon die Gelegenheit. Und wenn es ein Witz ist, ich sage, ja, jetzt machen wir kurz mal eine Raucherpause. Und die Raucherpause nutze ich dann, auf Toilette zu gehen. Ich verstehe unsere Gesellschaft nicht, dass das immer gleich als Schwäche ausgelegt wird. Also meine Störung ist nicht sichtbar. Wenn ich es öffentlich machen würde, dann heißt das gleich, man, das ist ja die Schwäche. Und dann ist das so eine Leistungsreduzierung. Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile eine gute Regelung gefunden, die mich beruhigt. Also meine Frau weiß das, ich weiß, wie man damit umgeht. Und das Umfeld muss das nicht unbedingt wissen. Also ich fühle mich ja auch nicht schlecht dabei. Die Störung oder so ein Krankheitsbilder sind nicht Ende der Welt, sondern man muss den Umgang damit üben, man kann ihn meistern, man wird ihn meistern. Mein Lebensmotto ist wirklich, das Leben ist schon eine Herausforderung. Da macht so ein kleines, winziges Störungsrädchen nicht irgendwie das Leben kaputt. Also man verliert kaum Lebensqualität. Im Gegenteil, man wird sich vielen Sachen bewusster. Und achtet dann mehr auf seine Gesundheit. Das ist auch eine Chance, um Sachen tiefgründiger zu begreifen. Wir bedanken uns für diesen sehr persönlichen Einblick. Mehr Informationen zum Thema Dranginkontinenz finden Sie auf dem Gesundheitsportal der Stiftung Gesundheitswissen. Wissen ist gesund.